Leute, was geht ab? Fredrik wieder, back mit einem ganz freshen Video. Perfect. Heute werden wir beim BVB, wie ihr unschwörsten Titel lesen konntet, das Team für die Saison 22 bis 23 auf jeden Fall bauen. Falls ihr andere freshe Teams habt, die sehr, sehr gute Transfers und sehr, sehr viele Transfers getätigt haben, droppt es auf jeden Fall auch gerne in die Kommentare. Okay. Kommt jetzt genug geschnackt in der IV, wissen wir ja Bescheid, Schlotterbeck und Süle wurden verpflichtet. Ich habe leider von Süle keine SBC-Karte gehabt, deswegen spielen wir in der rechten Innenverteidigung heute mit Emre Can. Da kann das ja, hat das ja das ein oder andere Mal bewiesen, dass er in der IV spielen kann. Sehr, sehr solider Spieler, wenn er nicht emotional drauf ist, aber sonst an sich macht er seinen Job relativ gut, gekoppelt natürlich mit Schlotterbeck. Okidoki Leute, kommen wir zu den Außenverteidiger, starten wir von links. Meiner Meinung nach müsste Dortmund auf jeden Fall auch nachlegen. Klar, Nico Schulz, solider Spieler. Wenn man das so vergleicht, was Bayern hat, ist Davis natürlich um Meilen weiter voraus. Der ist schneller, der ist physisch stärker und. Da muss Dortmund auf jeden Fall wirklich mal Ausschau halten. Die haben echt gute Offensivtalente, wie die jedes Jahr beweisen. Aber in der Defensive fehlt mir das so ein bisschen. Da sind die so ein bisschen knausrig, meiner Meinung nach. Da könnten die auch mal ein bisschen gut Geld investieren. So Nuno Mendes zum Beispiel, der jetzt fix zu PSG gewechselt ist. Das wäre zum Beispiel echt so ein Spielertyp vom Alter, vom Verein her, wo er gekommen ist. Würde auch sehr, sehr gut zu Dortmund passen. Aber Leute, genug geschnackt, gehen wir zur Rechtsverteidigerposition. Und da war so ein Spieler namens Mathieu Moret. Da weiß ich eben halt nicht, ob da jetzt neu gekommen ist oder ob das schon länger da ist. BVB-Fans werden wahrscheinlich Bescheid wissen. 2000er Baujahr und ich halte von denen sehr, sehr viel. Ich glaube schon, dass wenn er ordentliche Leistungen bringt, dass er da auf jeden Fall einen Meunier von seinem Stammplatz verbannen kann. Kommen wir ins Mittelfeld. Und da ist es wirklich sehr, sehr interessant, was Dortmund da hat. Natürlich gibt es da einen Kollegen, den wir alle kennen, Jude Bellingham. Der Kollege ist auf jeden Fall auch gesetzt. Aber darum geht es gar nicht. Die haben ja nochmal eingekauft und dann kam jemand noch ein neuer Kollege. Und das ist Salih Özcan, Leute. Der sieht sehr, sehr stabil aus. Also da wird wahrscheinlich auch eine Goldkarte bekommen. Vielleicht 75, 76. Und wenn so sein Tempo ein bisschen geupgradet wird, ein bisschen mehr Physis, ein bisschen mehr Defensive, könnte das schon eine sehr, sehr solide Goldkarte sein mit 3-3 und Mittel-Mittel-Arbeitsraten. Auf den bin ich auf jeden Fall auch sehr, sehr gespannt. Vielleicht werden wir es ja in der Bundesliga sehen, dass Bellingham und Özcan zusammen im Mittelfeld spielen. Ich meine, Witzel ist gewechselt und so viel im zentralen Mittelfeld hatte ja Dortmund eigentlich nicht so. Kommen wir zu den offensiveren Positionen, Leute, und da ist BVB die Ikone schlechtweg hin. Marco Reus natürlich gesetzt, also wirklich, der Typ lebt BVB, der atmet BVB. Und auf der linken zentraloffensiven Mittelfeldposition spielen wir Rainer. Leute, ich musste auch ein bisschen auf Chemie achten, deswegen hier weiß ich nicht, was sie machen werden. Ob Malen spielen wird, zusammen mit den anderen beiden Stürmerkollegen, oder ob Reus auf dem Flügel spielen wird, da ist Dortmund mittlerweile variabel. Ich meine, ein Brand ist noch auf der Bank und. Droppt es auf jeden Fall auch gerne in die Kommentare, was ihr denkt, wer wie wo spielen wird. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Alright, Leute, kommen wir zum 30-Millionen-Mann, Sebastian Haller. Da bin ich auf jeden Fall auch sehr, sehr gespannt, wie der Typ einschlagen wird und ob die wirklich in der Doppelspitze mit Karim Adeyemi zusammenspielen. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr nice, Leute. Also ich finde dieses Sturmduo auf jeden Fall interessant. Natürlich muss man dann eben mal schauen, was passiert mit dem Malen, was passiert mit dem Brand, was passiert mit, keine Ahnung, droppt es in die Kommentare auf jeden Fall, was ihr denkt oder mit welcher Formation Dortmund spielen könnte. Aber meiner Meinung nach wäre das gar nicht so verkehrt, so zu spielen. Ich meine, zur Not könnte man eben halt auch, das mache ich hier auf jeden Fall zu sagen, könnte man eben halt auch hier Can ins Mittelfeld ziehen und dann spielt du eben halt hier Süle. Deswegen sehr, sehr interessante Mannschaft, sehr, sehr interessante Startelf. Ich würde sagen, wir suchen den ersten Gegner. Let's go. Okidoki, Leute, unser erster Gegner. Volles italienisches Team. Teamvorteil definitiv bei uns. Oh my days. Okay, okay. Der Gegner führt 1-0. So, der Ball bei Bellingham. Ja, was machen wir jetzt am besten? Wieder zu Reus. Ja, Dragback. Bellingham läuft rein. Bellingham, immer noch Bellingham. Ui. Ball bei Haller jetzt. Haller, Özcan. Özcan nimmt Reus mit. Komm mal, Adeyemi, lauf mal. Wir nehmen Morey mit. Morey wieder zurück. Ja, das gefällt mir. Der Ball rollt einigermaßen. Und das war, der Pass sollte da nicht hin. Mm-mm. Sehr gut, Özcan. Genau das will ich von dir sehen. Genau das will ich von dir sehen. Haller, super Ball auf Adeyemi. Karim Adeyemi. Oh, ja, okay, ist immer noch am Ball. Und der Pass kommt. Özcan. Özcan. Immer noch Özcan. Özcan. Ja, der Mann ist gut. Der Mann ist gut. Sauberer Einsatz. Özcan wieder. Özcan. Ja, starker Ball auf Reus. Reus.
Martin am Fuß! Ey, das ist lost, was hier gerade passiert. Das ist sehr, sehr lost. Ah, Adeyemi? Marco. Ach. Ja. Und. Nein! So, Leute, wir brauchen den Ball. Ich habe das Gefühl, wir wollten den Ball ins Tor carryen. Das ist ein bisschen ungünstig. Der Mann gefällt mir. Der haut sich in die Zweikämpfe rein. Also ein Mann, der auf jeden Fall sich einen Stammplatz ergattern will, gefällt mir. Komm, Bellingham. Super Ball auf Alaire. Aber du bist auch körperlich stark eigentlich, ne? Wieder Bellingham. Das ist wieder Alaire. Und das war super gemacht. Und der Pass ist auch super. Und das ist Adeyemi. Oh my days! Man merkt, dass bei uns noch nicht alles hundertprozentig klappt. Alaire. Jill Reyna, kein Abseits. Sehr gut. Und jetzt muss die Flanke ordentlich kommen. Die Flanke kommt gut. Adeyemi. Kein Kopfball. Das ist kein Kopfball. Also, ey, BVB-Trainer, übt mit den jungen Kopfbälle. Sehr, sehr wichtig. Die Flanke war perfekt. Versprochen. Also, Leute, ich bin komplett sprachlos. Ich habe noch nie so ein Tor kassiert. Er hatte den Ball. Auf einmal wie von Geisteshand rollt er ins Tor. Noch nie sowas gesehen. Egal, wir müssen das jetzt irgendwie gerade biegeln. Das ist Reus. Guckt euch das an. Der Typ war vorbei und dann springt er auf einmal doch in die Grätsche. Hey, was ist das? Alright, es geht wieder nach vorne über Adeyemi. Und Leute, ihr müsst jetzt beweisen, dass ihr das ganze Geld wert seid. Karim Adeyemi. Natürlich, abgefälscht. Und dann gibt's so einen hässlichen Kopfball. Adeyemi, Alaire. Wieder auf Adeyemi! Hey, das ist respektlos. Das ist Bellingham, ja. Der Mann ackert, der Mann will da. Ey, das gibt's nicht. Ich hab nur Pech. Letzter Ball kommt nicht. Hier was dazwischen, da was dazwischen. Eigentor. Und Schlotterbeck läuft auf jeden Fall wichtig und richtig zurück. Das ist Reus. Jetzt, Digga, eigentlich hast du genug Anspielstationen. Stark gemacht, Marco Reus, abgefälscht, Alaire, Pfosten, natürlich. Alright, Leute, wenn EA sagt, du gewinnst nicht, gewinnst du anscheinend nicht. Komm, Gio Reyna, Gio, wir haben lang genug Digga, das, ich check's nicht. Abseits auf einmal, okay. Alaire. Ja, guter Ball, Gio Reyna. Und das, nicht mal sowas funktioniert. Was? Dortmund hat Fluch. Dortmund hat ehrlich sehr, sehr tiefen Fluch in sich sitzen. Das ist nicht normal. Das ist gar nicht normal. Alright, Leute. Feierabend. Wir verlieren mit 0-2. Aber Leute, was soll's. Es gibt auch solche Spiele und auch solche Spiele werden gezeigt. Man kann nicht immer gewinnen. Frag mich nicht, was passiert ist. Aber auf dieser Mannschaft herrscht irgendwie, irgendwas ist da auf jeden Fall nicht normal. Aber Leute, somit kommen wir zum Ende des Videos. Vielen, vielen Dank für euren Support und dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Gang, du weißt, Onkel Frederick ist raus.